Wieso hat keiner was gesagt? Bekam man oft zu hören, ja, wir wussten von nichts. Und da muss ich aber heute jedem sagen, heute kann keiner mehr sagen, er weiß von nichts. Es ist alles nur ein Mausklick entfernt. Und ich appelliere an die Verantwortung von jedem, der sich noch nicht schlau gemacht hat. Nutzt diese Technologie, die wir haben. Für einen Bruchteil des Wissens, was online verfügbar ist, wurden früher Kriege geführt. Für Büchereien von Alexandria oder was weiß ich. Nutzt das. Ihr könnt nicht sagen, ihr wusstet von nichts und ich würde gerne wissen, was ihr euren Kindern erzählt. Wenn die euch mal fragen, wenn wirklich hier Krieg stattfindet, warum habt ihr nichts getan? Das würde ich gerne hören. So, aber nicht den Kopf hängen lassen. Wir sind mehr. Die haben eigentlich schon lange verloren, die den Krieg führen wollen. Die haben es nur noch nicht gerafft. Bei all dem Verschwörungsgelaber, wo sind denn die Bösen, die alles planen? Doch kannst im Netz du fast alles finden, kannst dir eine eigene Meinung bilden. Das kann doch nicht sein, eine Weltregierung, eine Handvoll Menschen verkaufen, alle für dumm. Gerne mitsingen. Du bist nicht allein, warst es nie gewesen. Wir sind der Mensch, ein einziges Wesen. Du bist nicht allein, warst es nie gewesen. Wir sind der Mensch, ein einziges Wesen. Das kann nicht geschehen in deiner Welt. Da sind alle ehrlich. Advents geht ums Geld, Verschwörungsidioten, lasst mich doch in Ruhe. Geisteskrank seid ihr und hol noch dazu. Wir sind hier im Leben, nicht in einem Film. Erzähl doch dein Märchen einem anderen. Schau auf das Alte. Geht's dir wirklich gut, Mann? Wenn nicht, dann bist nur du in der Lage, alles zu ändern. Du darfst nicht verzagen, ich will nicht überzeugen. Glaube selbst lang nicht alles. Nimm dir ein paar Wochen. Sieh selbst, ob was dran ist. Mensch.